Ja, es soll jetzt darum gehen, ein System von Differentialgleichungen zu lösen, das heißt y1' gleich y1 plus 4y2. Ja, und y2' ist 2y1 plus 3y2. Ja, und der grundsätzliche Gedanke dabei ist das sogenannte Einsetzungsverfahren. Das Problem ist, dass das Einsetzungsverfahren aber an sich vermutlich nicht hundertprozentig reicht, wobei ich da nicht der Meinung bin, natürlich reicht es. Wir nehmen jetzt die zweite Differentialgleichung her. Warum ich jetzt die zweite nehme und nicht die erste, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich verrate Ihnen das. Und zwar liegt es an folgendem: Ich habe hier zwei Zahlen, nämlich hier die 2 und hier die 4. Diese zwei Zahlen, und ich nehme die untere, weil die 2 kleiner ist als diese 4. Sie werden gleich verstehen, warum. So, jetzt, was könnten wir denn mit dieser unteren Differentialgleichung machen? Was kann ich mit der machen? Das sollten Sie jetzt wissen. Das Verfahren steht an der Tafel. Sonst dürfen Sie alle mit ihr gehen und nicht mit ihr. Ja, bitte? Umformen nach y1. Warum? Also, das Wort umformen wirkt so ein bisschen, unbestimmt. Wie heißt es tatsächlich nicht umformen, sondern? So ist es, so heißt der Begriff. Okay, warum lösen wir denn hier nach y1 auf? Ja. Weil wir dann eben durch schon 2 eben das einsetzen. Nicht sauber, nicht sauber. Wir können es dann ableiten und oben gleichsetzen. Nicht sauber. Warum löse ich das nicht nach y2 auf? Das hat einen bestimmten Grund. Warum löse ich es nicht nach y2, sondern y1 auf? Damit beide y2 auf einer Seite stehen. So ist es. Wenn Sie nach y2 auflösen, haben Sie auf der rechten Seite immer noch y2 stehen. Sie müssen nach y1 auflösen. Hat das jemand gemacht? Ich glaube, das ist y2 halbe minus 3 halbe y2. Schauen Sie mal, ob das stimmt. Denken Sie immer dran, das ist bei mir mit dem Rechnen genauso wie im Autofahren. Ich bin immer zu schnell unterwegs. Ja. Gut, also das heißt, jetzt habe ich das hier so hingeschrieben. Und was mache ich jetzt damit? Ja? Nein, das haben Sie nicht sauber gesagt. Sagen Sie es nochmal genau. Oben für. Die Gleichung Aber einsetzen. Sie haben dann eine Kleinigkeit gesagt, Für Sie haben das. y1, Aber das ist falsch, sondern für? Für? y1. So ist es. Das ist nämlich der Witz der Sache. Wenn Sie es nur für 1 einsetzen, dann kommen Sie nicht weiter. Sie müssen es für alle einsetzen. Also setzen Sie das, was hier steht, da oben ein. Ich werde das jetzt gelb machen, damit Sie sehen, was immer das hier ist. Nicht das, was man unbedingt braucht. Das y1', das ist also y2' halbe. Minus 3 halbe y2, so, ist gleich, und dann steht hier y1, da steht y2' halbe minus 3 halbe y2, da steht jetzt hier, dann kommt das weiße plus, und das ist eigentlich hier auch weiß, plus 4y2. So, welchen Fehler habe ich gemacht? Welchen Fehler habe ich gemacht? Ja, Das bitte. auf der linken Seite muss noch differenziert werden. Warum? Warum? Nein, nein, warum? Weil es eine Ableitung So, hier, wird. den Strich, den habe ich vergessen. Den schreibe ich jetzt hin und dann brauche ich noch eine Klammer dazu. So sieht es aus. Das ist ein Einsetzungsverfahren. Und Sie sehen, das y1 ist völlig verschwunden. Ja? Und das ist das, was Sie bei der Aufgabe eigentlich dringend brauchen, ein verschwundenes y1. Ja? Und jetzt rechnen wir das alles mal aus. Also das sieht ja jetzt dementsprechend furchtbar aus. Wir multiplizieren unter anderem auch mit 2 durch, weil Sie wissen, ich mag keine Brüche. Das heißt nicht, dass Sie die Brüche unbedingt immer wegmachen müssen, aber Brüche sind fehleranfällig, ich mag das nicht. Also habe ich hier y2', das ist von hier, minus 3 ohne halbe y2' ist gleich y2'. Das halbe habe ich weggemacht. Die Ableitung, die musste ich hier machen, hier muss ich sie nicht mehr machen. Minus 3 ohne halbe. Ja. 3 ohne halbe y2 plus 4 mal 2 sind 8 y2. Bitte schauen Sie, dass ich mich ja nicht verrechnet habe.
Wenn Sie sich jetzt das hier anschauen, was ist das? Das ist y2, 2 Strich. Bitte mich kontrollieren, minus 4y2 Strich. Jetzt habe ich den hier rübergebracht und dann habe ich hier ein plus 5, das ist dann minus 5y2 gleich 0. Mich bitte kontrollieren, dass ich ja nicht daneben liege, könnte aber passen. So, so sieht das Ganze aus. Was ist das? Ja, bitte. Ja? Zu wenig, es ist richtig, das ist eine Differentialgleichung, aber da könnte man mehr dazu sagen. Bitte schauen Sie, was wir hier haben, schauen Sie, was wir hier haben. Ja, also war keine Meldung, ein Produkt meiner Fantasie. Ja, bitte. Differentialgleichung mit nur einer Variable, Funktion. zu wenig, also mit nur einer Funktion. Ja, bitte. Ja, aber trotzdem zu wenig. Bitte vergleichen Sie es mit dem hier oben. Was habe ich hier, was habe ich hier? Was habe ich da? Ja? Zweiter Grad ist die falsche Zeit, heißt ja, zweite doch. Ableitung. Ja, hier habe ich. Ableitung. Ich mache also aus zwei Differentialgleichungen der Form y' gleich irgendwas eine Differentialgleichung, aber ich habe einen y2' dabei. Also, das heißt, ich habe eine Differentialgleichung zweiten Grades, hier habe ich zwei Differentialgleichungen ersten Grades. Gut, und das heißt, die können wir jetzt rechnen, jetzt kennen Sie charakteristisches Polynom und so weiter. Das heißt, das charakteristische Polynom ist hier, glaube ich, Lambda Quadrat minus 4 Lambda minus 5. Das ist hier das charakteristische Polynom. Und ich glaube, da kommt raus, jetzt muss ich, lassen Sie mich raten, minus 1 und, also hier kommt raus Lambda 1 gleich minus 1 und Lambda 2 gleich 5. Das müsste passen. Ja. So, also das heißt, das sind die Lösungen. Das, wie gesagt, das wissen Sie ja aus der alten Theorie der Differentialgleichung. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie lautet denn die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung, wenn wir doch wissen, dass das charakteristische Polynom die Nullstellen minus 1 und 5 hat. Wie lautet das? Ja, bitte. X plus 1? Okay, egal. Nee, das, was Sie wollen, ist eine Linearfaktorzerlegung. Sie wollen vermutlich hier Lambda plus 1 mal Lambda minus 5 schreiben. Das ist das gleiche wie das. Aber da müssen Sie jetzt eine Lösung der Differentialgleichung draus bauen. Das sollten Sie noch wissen. Ja, wie kommen wir denn auf das charakteristische Polynom? Wie lautet unser Ansatz? Y ist gleich? Ja? E hoch Lambda x. So, und wie heißt jetzt die Lösung der Differentialgleichung, wenn ich y gleich... Ja, bitte? Y ist e hoch minus 1, minus x. Ja, minus 1 x ist okay, ja. Und dann plus e hoch 5 x. Woran erkennt man einen Aussagesatz im Deutschen? Ja, ich sag's nur. So, ja, eine Kleinigkeit ist noch unvollständig. Also das ist mit Sicherheit eine Lösung der Differentialgleichung, sind nicht alle, ja? Völlig richtig. Also das hier ist jetzt die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Haben wir doch zusammen irgendwie hinbekommen. Bitte ganz wichtig, Sie sollten so eine Differentialgleichung lösen können, zumindest bezogen auf ein späteres Studium dann. Ne? Okay, so, die haben wir jetzt hingekriegt. Sind wir jetzt fertig oder wie sieht das jetzt aus? Wir müssen noch das für y1 lösen. Wie geht das? Wie geht das? Verstehe ich nicht. Ja? Wir setzen jetzt für das y2 in der oberen Gleichung c1 e hoch minus x plus c2 e hoch 5x ein. So, und wie soll ich das denn da machen? Was muss ich denn machen, damit ich das hier oben sauber einsetzen kann? Ja? Y2 ableiten. Aha, was ist denn die Ableitung von y2? Ja, bitte? C2 e hoch 5x minus c1 e hoch minus x. So, das ist die Ableitung. Warum brauche ich die Ableitung? Ja? Auch in der Funktion hatten, die wir vorne hatten. So, also das heißt, wir setzen das dann hier ein. Ich schreibe hierfür ein 1/2
mal y2 Strich minus, vielleicht ein bisschen weiter hinten, minus 3 halbe, das ist das hier, ja, 3 halbe mal y2. So, was muss jetzt hier stehen? Was muss jetzt hier stehen? Was schreibe ich hier rein? Das ist das 1 halb, das ist das von hier quasi, das ist das halb und das 3 halbe von hier. Ja, bitte? Das erste muss minus c1 e hoch minus x plus 5 c2 e hoch 5x. Mist, bisschen eng geworden. Ich muss es nochmal schreiben, irgendwie habe ich hier am Anfang zu viel Platz vergeigt. Also nicht, dass man das noch lesen kann. Ich habe faktisch das hier eingesetzt. Weiter, was muss hier rein? c1 e hoch minus x. Gut, so, das kann ich jetzt ausrechnen und da kriege ich dann raus minus c1 halbe minus 3 c1 halbe, das gibt insgesamt minus 4 c1 halbe, also minus 2 c1 e hoch minus x und dann habe ich hier 5 c2 halbe minus 3 c2 halbe und es gibt dann 2 c2 halbe, also plus c2, ups, e hoch 5x. So, das ist jetzt mein y1 und jetzt brauche ich die gesamte Lösung der Differentialgleichung. Wie lautet die? Das habe ich jetzt ein bisschen dämlich gemacht, ich habe jetzt ein bisschen wenig Platz. Egal, ich werde es noch hinkriegen. Ja, bitte? Weil die Funktionen untereinander schreiben? Tatsächlich schreiben wir die untereinander. Ja, das y1 ist ja das hier, das ist minus 2 c1 e hoch minus x plus c2 e hoch 5x. Das ist das hier. Das ist das hier, was ich hier abgeschrieben habe. Das andere ist, ist das hier. Das hier, wo habe ich es? Das ist das hier. Das schreibe ich jetzt wieder in Gelb. Da kann ich nicht so viel Gelb verwenden. Das ist eine ganze Tafel Gelb. Aber irgendwie habe ich keine Farben mehr. Ich mache es mal grün. Also jetzt schreibe ich das zweite, schreibe ich hier grün hin. Nicht, dass Sie das noch erkennen. Und das ist dann c1 e hoch minus x plus c2 e hoch 5x. Und ja, tatsächlich kann man das hier, was hier steht, auch vektoriell interpretieren. Also man schreibt das dann gerne auch als Vektor. Sie wissen, y1, y2 zusammen ist Vektor y, ist gleich. Und dann steht da irgendwas mal e hoch minus x plus irgendwas mal e hoch 5x. So, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was kommt da bei dem irgendwas hin? Ja, bitte? Minus 2, 1 und das zweite ist dann 1, 1. Ja, fast richtig. Minus 2, 1. Ich schreibe das trotzdem mal hin. Und hier 1, 1. Aber eine Klitzekleinigkeit fehlt noch im Vergleich zu dem, von dem zu dem. Nur eine, wirklich nur eine Nuance. Habe ich was falsch? E hoch 5x habe ich doch. Hier habe ich nirgends eine 5. Ich habe extra hier einen großen Strich gemacht. Ja, bitte. Ja, natürlich. C1, C2. So, das hier ist die Lösung der Differentialgleichung. So, wer hat gehält? Ich. Gut, was ist Ihre Frage? Das war mir zu schnell. Ich verstehe jetzt nicht, woher das ist. Vielleicht weiter auf den Fall. Augenblick, jetzt, Sie sagen mir erstmal, was Sie wissen wollen und dann schauen wir, wo es herkommt. Y2. Ah, ich hab's. Nein, jetzt trotzdem. Welche wusste ich? Hab's schon. Welches Y2 meinen Sie, dass hier unten? Ich meine, das ist links unten, habe aber oben geguckt, das ist schon die Ableitung. Ja, völlig richtig. Ich habe es auch, ich habe es Ihnen auch extra versucht, grün zu unterstreichen. Das Y2 ist das hier. Und hier steht aber ein Y2' da. Aber Y2 ist das und die Ableitung ist das. Das ist eine Notation, die mir ein bisschen Platz spart. Sie sehen doch, dass ich hier sonst platztechnisch ein bisschen aus den Fugen laufe. Sonst noch Fragen dazu? Schauen, ob das noch schön ist.